Der Wind bläst, das Feuer brennt. Ja, da ist schon irgendwie ein Magier, der irgendwie... Ich ahne Schlimmes. Er kommt jetzt hier raus, ne? Nee, aber dafür kriegt er erstmal einen auf den Dez hier. Und... Ich dachte schon, er hat uns irgendwie gesehen. Aber hat er nicht. Das ist schön. Was liegt denn da? Gibt es hier noch einen, der hier... Patrouille läuft? Nein. Hier gibt es aber ein Buch. Kühle Erde umgibt uns. Einschnürende Fesseln und die Liebkosung des pochenden Herzens im mahlenden Fels. Als Meister meines Elements springe ich von Fels zu fallendem Fels. Der Stein schwebt wie die Feder. Dichtung von Adept Owens, Notizbuch. Okay. Also hier... Also ist da noch einer. Da ist doch noch einer. Hallo? Wo bist du? Bist du hier um die Ecke gelatscht? Nee. Der scheint jetzt direkt über uns zu sein. Können wir den... Ist das Marmor? Nein, das ist kein Marmor. Das ist nur Stein. Oder Erde. Der scheint jetzt über uns zu sein, ne? Ein Mysterium zieht sich. Oh Mann. Verdammt. Ich muss hier weg. Lass mich hier. Komm schon, wo bist du? Müssen wir. Ah ja, wir müssen also eigentlich da hoch, vermute ich. Die Eulen schweben in Plattform. So, aber dafür bist du erstmal hier. Eine Stimme, ja, meine Stimme. Darum ist auch noch Magier. Eventuell sollten wir den dann mit Pfeil und Bogen einmal bekämpfen. Ach nee, ich will eigentlich nicht auf die Plattform jetzt. Können wir nicht hier hoch? Doch, wir können hier hoch. Nicht im Gleichgewicht. Oh nein, aber er sieht uns dann. Er sieht uns. Das ist ja praktisch. Alles ist ruhig. Und du kriegst gleich, alles ist ruhig. Außer deine Stimme. So, und ich habe jetzt Bock, den mal da irgendwie... Nein, er hat nicht geschrien. Ich dachte, wir können ihn jetzt irgendwie da raufschmeißen auf diese schwebenden Erdblöcke. Aber das ist mir ja kurios hier. Das ist ja wirklich Magie. Es scheint Magie zu sein. Wie kommen wir da jetzt hoch? Können wir da nicht irgendwie mit einem Seilpfeil? Wir haben uns ja eigentlich genügend Seilpfeile mitgenommen. Können wir uns da nicht... Ich versuch's einfach mal, dass, auch wenn es nicht aussieht wie Holz, in der Hoffnung, dass wir da hochkommen, eventuell zerschießen wir jetzt auch einen Seilpfeil. Müssen wir mal gucken. Oh. Praktisch. Das scheint dann doch irgendwie Erde zu sein, so wie es sich gehört, ne? Im Erdturm ist Erde. Klingt auf jeden Fall irgendwie logisch. Und ich höre da schon wieder einen Murmeln. Ah, das war Stein. So, den nehmen wir wieder mit. Oh, und diese alten Pilze, die gehen mir sowas von auf den Sack. Ein Mysterium zeigt sich. Oh Gott. Die Stille kehrt zurück. Okay, okay, okay. Er hat uns beinahe gesehen und er patrouilliert auf jeden Fall hier lang. Man wird sich... Oh, ich hätte mich beeilen sollen. Dann hätten wir ihm gleich noch irgendwie einen auf die Rübe geben können. Wo ist er jetzt lang? Hier ist auf jeden Fall eine Nische, das ist gut. Kommt er jetzt hier irgendwann zurück oder was? Oder läuft er hier im Kreis? Er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. Okay, ab in die Nische und einmal auf den Kopf gekloppt, ne? So. Geht doch, geht doch, geht doch. Und wo... Ist hier sonst... Hier ist nochmal eine Nische, ist hier sonst noch irgendwo einer? Da geht's nach oben. Ich weiß gar nicht, was die für Zauber haben. Haben die alle irgendwie unterschiedliche Zauber, die Magier? Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Aber ich vermute mal, es gibt irgendwie Erd-, Feuer-, Luft- und Wasserzauber. Wobei der Wasserzauber mich nicht irgendwie... Was haben wir da? Einmal Moospfeil. Sehr schön. Können wir nachher irgendwie ordentlich Flauschefüß wieder spielen und
Eventuell können wir das nachher bei dem Feuerturm gebrauchen, weil der sah von außen ziemlich blechern aus. Ich vermute einfach mal, dass da regelmäßig Metall sein wird, wo wir die nachher alle brauchen können. Aber ansonsten ist ja hier irgendwie tote Hose. Obwohl, da ist schon wieder einer. Etwas stört die Ruhe. So. Da kommt jetzt hoffentlich keiner runter. Da kommt jetzt keiner runter, oder? Und hier dreht hoffentlich auch keiner. Okay, dann hätten wir den schon einmal abgemogt. Es gibt hier noch irgendwie... Ja, wer hätte es gedacht? Einmal Moosfall gibt's hier. Spannung pur! So, da geht's weiter hoch. Aber da geht's auch hoch. Wo gehen wir lang? Da hoch oder da hoch? Hm. Ich drehe mich erstmal nochmal schön im Kreis hier. So, da sind wir hochgekommen. Was hier wird hier noch? Hier wird... Ja. Da gibt es auch eine Treppe nach oben. Und hier gibt es anscheinend einen Geheimgang. Aha. Aber da will ich eigentlich noch gar nicht lang. Ich muss erstmal hier die ganzen Standardwege erkunden. Okay, das ist irgendwie eine Finte. Hier können wir einmal hoch und wieder runter gehen. Das sollten wir uns merken. Eventuell ist das nachher ein schnellerer Ausgang, vermute ich, dass wir nicht irgendwie nochmal den kompletten Weg hier zurücklatschen müssen durch den Erdturm, weil der ist ja doch ein bisschen größer als der Wasserturm. Ich vermute einfach mal, wir müssen jetzt hier weiter nach oben. Und es ist hell. Können wir da schon jemanden... Da höre ich auf jeden Fall schon wieder jemanden. Und hier ist dunkel. Hier ist... Wer stört diesen Ort? Niemand! So. Der ist schon wieder umgekippt, aber da ist noch einer. Kommt der jetzt auch hier lang? Hallo? Ich will dir jetzt nicht in die Arme laufen, Kollege. So, hier ist nochmal eine kleine Nische. Oh Mann, da gibt es nochmal irgendwie einen Moospfeil. Kommt der jetzt... Kommt der jetzt hier auf uns zu? Ja. Er kommt auf uns zu und er läuft auf jeden Fall relativ... Das stört meine Ruhe. Dass die auch alle irgendwie Ruhe brauchen, als wenn die alle meditieren würden. Dabei rennen die hier ganz hektisch wie aufgescheuchte Hühner im Kreis. Aber jetzt scheint es auf jeden Fall hier ruhig zu sein. Und wir haben hier jeden auf dieser Ebene wieder einmal K.O. geboxt mit unserem kleinen Prügel. Mit unserem Blackjack. Ja. Da geht's... Haben wir da jetzt schon? Da sind wir doch... Ja. Ne, von hier sind wir doch hergekommen, oder? Du willst mir doch nicht sagen, dass es hier nichts weiter gibt. Dann renne ich halt nochmal im Kreis. So, da haben wir ihn niedergehauen. Dann geht's wohl hier lang bei dem Tisch, genau. Genau. Und wo müssen wir... Jetzt geht's hoffentlich hier... Ja, hier sind wieder welche. Hier höre ich... Stimmen. Und ich hoffe, es kommt jetzt keiner weiter hier runter von euch, Kollegen. Ach. Wieder den Prügel in die Hand... Oh nein, und da ist es ordentlich hell. Da ist es ordentlich hell. Der Wind bläst, das Feuer brennt, die Erde bebt, das Wasser fließt. Ich sehe hier aber noch keinen. Wo seid ihr? Zeigt euch! Er dreht auf jeden Fall dort. Und dann läuft er dort lang. Okay. Und jetzt kommt gleich der nächste von hier, oder was? Und der kommt dann auch dort wieder raus, ne? Oder was? Verzwickt. Ah. In den Schatten lauert Gefahr. Ich hoffe, er kommt jetzt hier nicht runter. Oh nein. Hat er uns jetzt schon gesehen? Er hat uns gesehen, verdammt. Nein. Und er wird uns gleich verzaubern. Renn, Garrett, renn! Er darf uns nicht verzaubern. Nein. So. Komm schon. Renn, Garrett. Und runter. Und jetzt hier verstecken. Wo bleibst du?
Das fängt ja wieder gut an. Einmal irgendwie nicht... Ja, ich sehe den Tod der Dunkelheit, mein Freund. Und einmal hat Olle Garrett sich wieder nicht festgehalten. Das haben wir schon so oft erlebt. Von wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Sind wir von... Wo ist er jetzt? Ist er jetzt schon wieder nach oben gegangen? Ich hoffe, er ist wieder nach oben gegangen. Er ist hoffentlich jetzt wieder nach oben gegangen und... Nein, er geht gleich wieder nach oben, aber das ist unsere Chance, ihn jetzt einmal... Ah, komm schon! Nein! Willst du mich hier vereiern? Er schlägt wie ein sterbender Wind! Komm schon! Komm, Garrett! Garrett! Fühle den Stachel meines Zorns! Okay. Das... Komm schon! Oh Gott, was war das denn? Ich konnte mich echt nicht bewegen, ich konnte nicht mal reden, ich konnte gar nichts. Okay, wir haben 7 Heiltränke, das sollte uns auf jeden Fall einer wert sein. Und ja, ich habe den Knüppel gehabt und irgendwie auf den Kopf gehauen, ihr habt ja gesehen, und es hat irgendwie nichts gebracht und dann hat er uns verzaubert und wir mussten mal, so wie sonst eigentlich ganz, ganz selten, jemanden umprügeln. Und wir werden gleich noch einen Heiltrank nehmen. Sicher ist sicher. Und ich ahne eigentlich Schlimmes. Aber immerhin ist da oben jetzt noch einer und nicht zwei. Das ist dann ganz praktisch. Da kommen wir dann hoffentlich gleich... können wir dann gleich... ihm den Garaus machen. In der Hoffnung, dass er sich nicht gleich umdreht. Ja. Also die waren hier oben nur zu zweit. Das ist ganz praktisch gewesen. Puh. Und jetzt müssen wir weiter nach oben und weiter nach oben und immer weiter nach oben. Und dort hoffentlich unseren Erdtalisman finden, oder wie die Gurke heißt, damit wir da irgendwie nachher in diese Kathedrale reinkommen, ne? Die Stimmung ist auf jeden Fall ein Seilpfeil. Soll uns das irgendwie was sagen? Okay, hätten wir die... Also wir hatten ja ursprünglich eigentlich keine Seilpfeile, ne? Die haben wir uns ja eigentlich erst eingekauft am Anfang. Also es könnte sein, dass wir jetzt irgendwie einen Seilpfeil brauchen. Aha. Naja, dann würde ich sagen, einmal in die Holzdecke und dann... sollte das auch schon geritzt sein. Okay, dann gibt's... Dann kommen wir einmal da lang... Einmal da und einmal da lang. So, was haben wir hier? Hier ist alles düster und nichts. Okay. Eventuell sollten wir dann... Gibt es hier noch was? Nein. Oh Gott, da will ich jetzt nicht runterhüpfen. Können wir da... Da sind wir rübergekommen.